Guten Abend, liebe Mitpilgernde. Ich bin im Alberge angekommen, was ein altes Kloster ist. Hier in einer etwas größeren Stadt namens Safra. Und es war ein schöner, angenehmer Gang, 20 Kilometer durch schöne grüne Felder, die nur zu dieser Jahreszeit grün sind. Und in Safra hat es dann angefangen zu regnen. Das heißt, wir haben uns dann erstmal ausgeruht hier. Und es war ausgebucht. Ja, ich habe nur noch ein oberes Bett bekommen hier. Aber genug Platz. Ja, schönes Badezimmer. Und was man auf jeden Fall bedenken sollte, wenn man hier hingeht. Nicht einfach Pipi machen, wo man geht und steht. Ein wunderbares Pilgermenü gehabt. Die Herbergsväter, die Hosts, sind ultraherzliche Leute und sehr, sehr freundlich und hilfsbereit. Ich konnte sogar wieder meine Wäsche nicht nur selber waschen, sondern waschen lassen. Zweiten Tag in Folge. Jetzt bin ich sauber, jetzt rieche ich gut. Morgen kann es weitergehen nach Villafranca. Und wir genießen jetzt noch den Abend. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen auf dem Weg nach Villafranca. Ciao. Tja, und wie geht's dann weiter in Villafranca? Man weiß es nicht. Diese Fäustlinge trage ich übrigens zum Schutz wegen den kleinen Verwundungen, die ich vom Kampf mit dem Bullen davongetragen habe. Vermutlich wird es so sein, dass wir uns nachmittags die Stadt angucken und dann den Bus nehmen. Nach Merida, die letzten Stationen, die letzten beiden Stationen überspringen. Auch der Touristenführer, ja, rät dazu, in Anführungsstrichen so ein bisschen, zumindest ist relativ ganz gut ausgeschildert, ausgewiesen, wo die Bushaltestation ist. Und es wird auch gesagt, dass relativ viele Pilger dann die Station, zumindest die eine Station, 27 Kilometer überspringen, weil die jetzt optisch jetzt nicht so reizvoll sein soll. Was ich auf einer langen Pilgerreise überhaupt nicht schlimm finde, wenn ich den ganzen Weg nach Santiago gehen würde, würde ich auch keine Station überspringen. Aber wenn ich, wie ich ja jetzt schon geplant habe, nur 9 Tage unterwegs bin und das Ziel ist Merida, und ich natürlich nicht so ganz in dieses Pilgergefühl einsteige, sondern ja, mehr oder weniger Tourist bin. Obwohl, für einen Touristen trage ich schon ganz schön viel Gepäck, 15 Kilo. Ja, ein Tourist lässt das ja schicken. Schicken kann man hier, glaube ich, gar nicht. Zumindest habe ich da keine Zettel gesehen. Jacotrans und so gibt es hier nicht. Vermutlich. Ja, deswegen sehe ich es auch nicht so verbissen und werde die Station überspringen. Dafür kann ich mir dann Merida angucken, kann schöne Videos von Merida machen und werde dann, so ist zumindest jetzt so die grobe Planung, folgende Steps einlegen: Merida, dann einen Tag nochmal Sevilla, von Sevilla nach Granada. Granada, Alhambra und dann eventuell Malaga oder wir legen noch einen Zwischenstopp ein, um den Camino del Rey zu gehen. Das sind sozusagen Camino-Häppchen, ja, kein Weg mehr, so kleine Häppchen am Wegesrand, die man sich angucken kann, wo ich euch natürlich mitnehme. Ja, so die grobe Planung. Aber jetzt gehen wir erstmal 20 Kilometer morgen. Bis dahin, ciao.